Cari chicas, bin ich wieder in Mexiko. Oh, was ist das denn hier noch? Von der Piata, dieser Strich. Mein Name ist Jalapiendros. Ich bin der feurige Mexikaner und ich komme zu erzählen ein bisschen was über Tiere meines Heimatlandes in der neuen Rubrik von Jurassic Jens, die Tiere rund um die Welt. Wie Sie sehen, wir befinden uns heute in Mexiko. Mexiko, die Stadt des Feuers und des Temperaments, ist ein Land, aber auch eine Stadt. Und wir befinden uns, wenn wir gucken auf die Globus, befinden wir uns hier in Mexiko. Für Temperament und Leidenschaft bekannt, aber auch für unsere Tierwelt. Und unser Wappentier wird in einem kleinen Aquarium gehalten. Sie können vielleicht sehen hier mit ein bisschen Wasser, weil es ist ein Tier, kommt nur in zwei verschiedenen Seen in Mexiko vor und sonst gar nichts. Aber in Deutschland, ganz viele Leute halten es in Aquarien. Es ist das Axolotl. Wir sehen eine sehr schöne Schwanzlurch, nur in Mexiko, endemisch, in unseren beiden Seen. Immer mit auch ein bisschen Wasser versehen. Wir in Mexiko haben ein besonderes Wasser, auch genannt Tequila. Das ist es, worin er sich besonders wohl fühlt. Wir brauchen dazu ein bisschen eine kleine Salz und ein bisschen auch von hier die Zitrone, macht man glaube ich so. Und dann sagen wir Salut! Ja, nach Alapiendos. Gießt gerne scharf, ist nicht so gerne sauer, ist nicht meine Welt hier. Ich muss aber ein bisschen noch in die Sprache reinkommen, ein bisschen sehen, wie das funktioniert hier in diesem Video. Wie gesagt, rund um die Welt, Ranger in Danger, heute in Mexiko. Ihr wollt verreisen, ich kann es auch und werde versuchen hier ein bisschen das Axolotl vorzustellen. Ist quasi sowas wie der Peter Pan der Pelsaktiere, bleibt für immer in deinem Larvenstadium, aber kann sich halt trotzdem fortpflanzen. Das können nur wenige Tiere, bleibt also immer gleichförmig, auch schön, bleibt wirklich schön, bleibt immer jugendlich. Ist also, ist forever young, dieses Tier. Das müssen wir Menschen versuchen, mit vielen anderen Wegen reinzukriegen. Wir in Mexiko sehr gerne benutzen, um für immer jung zu sein, auch hier diese Kaktus-Peeling. Einfach in unserer Umgebung sind viele Kakteen. Wir nutzen sie und ein bisschen kuscheln mit die Kaktus. Und dann ist man ganz Haut ist gepeelt. Bei Axolotl einfacher. Axolotl ist von Natur aus gegeben. Deshalb auch immer wirkt wie ein Grinsen. Während Jalapiendos jetzt nicht mehr so grinst, war auch ein bisschen pieksig das Ganze. Andere besondere Eigenschaft von der Axolotl ist auch, es ist tatsächlich so, wenn er sich verletzen sollte, Bein ab, Fuß ab, Kopf ab, kann alles erneuern. Selbst innere Organe kann dieses Tier erneuern. Und das kann ich wirklich nur mit einer gesunden Ernährung machen. Deshalb hier meine mexikanische Zauber-Silibone. Es schmeckt sehr scharf. Deshalb, wir müssen auch noch trinken. Unser nächstes Getränk machen wir wieder ein bisschen von die Zitrone und ein bisschen von die Salz und sagen Jesus. Das war nicht so gut, weil Salz brennt auch ein bisschen in die Augen. Wir gucken, was kann der Axolotl noch machen. Das Axolotl, ich spreche Französisch. Warum spreche ich Französisch? Ich bin ein Mutulingualer, Spanischer. Mexikaner, wie ihr hier seht. Axolotl aber kommen im Gegensatz zu meiner schlecht nachgemachten mexikanischen Imitat ganze Welt vor. Er hier allerdings spricht in der ganzen Welt als Pelsaktier trotz allem nur Spanisch, erzählt uns Buenos Dias und sein Name ist Azteke. Azteken tatsächlich in Mexiko, ich habe immer noch diese Bonne in den Mund, die Baumeister und das Axolotl selber braucht keinen so großen Baum, ihr habt gesehen. Ich nutze hier dieses Aquarium, vorbereitet auch noch zwei weitere Getränke für die spätere Zunahme. Denn wenn alles nicht klappen sollte, Kaktus-Peeling, Getränke oder Essen, kann man versuchen, eine letzte Schwingung, Chicas, ihr kennt das alles, muss man sich versuchen, einfach ein bisschen schön zu schminken. Was fehlt noch Jalapiendos als Mexikaner? Natürlich noch fehlt der mexikanische Bart. Das macht Jalapiendos mit diesem Stift hoffentlich in eine gute Art und Weise. Und jetzt ist alles schön. Axolotl ist natürliche Schönheit. Könnt ihr bei uns auch bestellen. In die verschiedenen Farben. Manchmal kann gerne gehalten werden hier in Deutschland diese Blässe. Sehr blass. So weiß. Weiß gehalten. In der Natur eher grau-braun. Aber ganz viele Fans von Axolotl. Es gibt in Deutschland sogar einen Bundesverband mit Züchtungen. Für die haben wir auch ein bisschen gemacht, diese Tiere. In der Lebensgröße. Also während ich vielleicht lächerlich aussehe, das Axolotl ist ja wirklich ein schönes Tier.
Ich sage zum Abschied noch einmal für euch, nehme noch einmal ein letztes Getränk und sage Jesus Maria, Jalapiendos, adoptiert Los Axolotlos und wenn ihr nicht verreisen könnt, dann schau weiter, meine Reise, Rubrikos. Salut! Oh.